Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Wizen 3 Titan Lords. Und wir befinden uns noch im Baumstumpf und töten diesen Blaugeleinlaffen, bevor er uns töten kann. Und sein Freund dazukommt. Kuchen, wer ist er? Ist er denn jetzt da? Ah, okay, er greift auch den Affen an und nicht uns. So, das war's. Boah, der ist richtig weggefetzt. So, wer bist du jetzt? Was machst du hier? Warum so still? Mandarus Blick prüft dich. Er verrät, was Mandaru über dich wissen muss. Und was hat er dir verraten? Du bist keiner der Menschen vom Strand. Nein, du suchst etwas. Und auf deinen Schultern lastet eine lange Reise. So ist es. Okay, den Trick musst du mir erklären. Da gibt es nichts zu erklären. Hast du noch nie dein eigenes Spiegelbild im Wasser gesehen? Sieh es dir genau an. Es erzählt dir viele Dinge, ohne auch nur ein Wort zu verlieren. In deinem Blick sehe ich die Suche, während der Stoff an deinem Körper dein Sein erklärt. Wir Tufas lernen, dass innere Ruhe und Beobachtung der Schlüssel zur Weisheit sind. Innere Ruhe und Beobachtung? Dann wird das bei dir wohl nichts mit der Weisheit. Was du nicht sagst. Ach, gemein. Warum kannst du unsere Sprache so gut? Mandaru ist vielen Reisenden begegnet und hat das Wort der Freundschaft mit den Menschen gesucht. Doch dieses Mal ist alles anders. Die Menschen am Strand sind uneins. Ich sehe Zwietracht. Ich sehe, dass Worte Zeit verschwenden. Ich sehe, dass nichts ist, wie es war. Ich will mehr über die Aufgaben eines Tufa wissen. Wir Tufas nehmen von der Natur das, was sie uns gibt. Doch nie im Überfluss. Lediglich, was wir benötigen. Und auch nur dann, wenn es uns bestimmt ist. Kann ein Tufa seine Beute nicht erlegen, lässt er ab, da die Zeit noch nicht gekommen ist. Okay. Ich glaube nicht, dass die Piraten euch gefährlich werden. Dir fehlt der Blick des Jägers. Selbst das kleinste Tier wird sich wehren, wenn es sich bedroht fühlt. Wir Kila mögen ihnen überlegen sein, doch wir werden dennoch Schmerzen davontragen. So wie Mandaru es sieht, wird Gaia bald mit Blut getränkt werden, wenn nicht etwas passiert. Okay. Der Typ hat anscheinend voll den Durchblick. Schade. Hier da irgendwas versteckt. Hüpf, hüpf. Das ist schön, dass jetzt auch die Begleiter inzwischen springen können. Und warte. Nein! Das wollte ich nicht. Das tut mir jetzt echt leid. Gut, nur bewusstlos. Obwohl ich in dem Schwert durch den Körper gerammt habe. Das war jetzt echt nicht meine Absicht, dass ich den haue. Ich wollte eigentlich nur das blöde Krokodil töten. Da
haben wir irgendeine Quest für erledigt, oder? Und dann erwartete Wirbo zeigt ihr den Weg in den Eingeborenen auf Kieler. Ich soll mir helfen, dorthin zu gelangen. Er ist schlechtes Wasser getrunken, oder? Doppelt. Ja, er ist betrunken. Was haben wir hier? Geht's irgendwie hoch? Mann, den armen Typen da unten wollte ich gar nicht verhauen. Jetzt voll schlechte Gewissen. Ich wollte doch nett sein. So, sind wir jetzt hier? Okay. Mann, oh, tut mir voll leid. Der wollte ja nur ein paar Fische jagen und ich hau ihn einfach. Aber da war der böse Krokodok. Im Eifer des Gefechts habe ich ihn einfach mal genockt. Knock, knock. Mit meiner Schwert. Okay. Gerade irgendwie hängen geblieben. Nein, Mietz, böse Mietz. Böses Kacke werfen ist etwas. Doofe Drecksarsch, stirb doch. Nimm das und das und den hier und den hier auch noch. Erledigt. Mann, diese komischen Geräusche. Das bringt ja auch nichts. Das ist aber sehr viel Grün und dafür wächst hier sehr wenig an Pflanzen. Sehr sparsam gesät diesmal worden. Magischer Kristall. Schweinchen. Ein wütendes Schweinchen. Wieder eine Quest geschafft. Warzenschweinfell. Böse Falle. Böse. Wusste doch, dass es komisch aussieht da am Fußboden. In großer Eile öffnete er das Bauernhaus, huschte hinein und schloss die Tür hinter sich. Dabei brach jedoch sein Dietrich ab. Die Wachen Kalados bemerkten das kleine Werkzeug erst am nächsten Morgen in der Tür des leergeräumten Hauses. Aha. Magischer Kristall, magischer Kristall. Und ein Grab. Ganz viele Pflänzlein. Wo sind wir jetzt hier? Okay, jetzt sind wir einmal so rum. Dann war doch noch irgendwas, oder? Ja, hier an der Wand war doch noch so ein Kristalldingsbums. Kristallader. Knock, knock. Knock, knock. Knock, knock. Fünfmal magischer Kristall erhalten. Hui. Dann gehen wir mal zurück zur... Erstmal hier den armen Mann, den wir K.O. geschlagen haben, aus Versehen. Ob es dem gut geht, ja. Tut mich voll sorry, Mann. Jage nie nachts im Dschungel. Er wird dich jagen. Okay. Er hat anscheinend gar nicht mitbekommen, dass wir ihn K.O. geschlagen haben. Und aufgespießt und abgestochen. Ente! So. Wasserquelle haben wir auch die Quest. Sagen wir Bobo. Lass uns weitergehen. Na gut, auch wenn Bobos Füße nicht mehr wollen. Du jammerst ganz schön viel. Schon gut. Bobo hält seinen Mund. Gehen wir. Go, go, go. Wo das seine Füße wehtun, gehst du ganz schön schnell.
Ein Rammer. Dieser steinerne Torbogen verbindet Tradition und Moderne. Redest du von den Piraten und den Eingeborenen? Nein, ich rede von einer Pulle Rum. Natürlich rede ich davon. Hawk, gehen wir. Friss mich nicht. Schlag zu! Autsch. Dann könnte man bestimmt die Hörner nehmen. Das war's mit dem Vieh. Oh, Morta Okabuki. Deine Größe ist auch deine Schwäche. Na, komm schon runter hier von der Pflanze. Lass den armen Bobo in Ruhe, Mann. Ja, du brauchst nicht zu fahren. Zunge und rohes Fleisch erhalten. Hier liegen noch ein paar Schädel rum und ein Schafsauge. Auglein auf und ich hau dir eine drauf. Auglein zu und dann noch eine mit meinem Schuh. Oh Junge. Also die beiden erledigt und jetzt haben wir da unten wieder so eine Herde Affen. Komm mit mir, Gucho. Ja, gleich, gleich. Okay, an dem Schrein ist auch nichts. Wir bleiben zusammen, Hort. Friss mich nicht. Böser Heffi. Kann nicht aufhören, mich zu hauen, oder stecke dich in ein Versuchslager für Schminke. Du darfst Deo-Tester werden. Hör jetzt auf, mich mit deinem Zeug zu werfen, oder ich schminke wie eine Prostituierte. Komm schon. Ganz schön auf, weil hier die gerade die feinen Stinker. Unglaublich. Geht's wohl zu gut. So, da oben geht's weiter zu deinem Dorf. Okay. Gehen wir. Bobo, müde. Alter. Okay, dann bleib einen Moment liegen und wir räumen hier erstmal auf. Oh. Da war mal eine Brücke. Und da ist noch eine. Da ist ein Papagei. Ja, da sind wir gekommen. Machen wir mal kurz hier Logbuch und die Quest hier markieren. Ach, da oben soll das sein, wie es aussieht. Okay, gehen wir nochmal runter hier. Gut, ich bleib hier. Go, go, Papagei Power. Okay. Oh. Bitte ein... Die Steinkreise zum Drehen und setze das Muster wieder richtig zusammen.
das sieht schon richtiger aus. Na, fast. Na, immer noch fast. Gerade ein bisschen anstrengend. Aber das kriegen wir hier noch hin. Auch wenn ich noch nicht so den Durchblick habe. Falls ihr euch fragt, woran ich mich orientiere, mich die ganze Zeit an den Gelben da oben. Tada! Schwere Geburt. So, wir haben auf jeden Fall die Pflanze gefunden, die wir suchen sollten. Und ich speichere mal kurz, bevor wir da reingehen. Na, speichert. Kurz mal hier ein bisschen den Po auf dem Stuhl hin und her rücken. 100% aus. Attackers in das Ruinchen da vor uns. Altes Wissen, altes Wissen. Königsmaske, Schattenklinge. Yeah, neues Schwert. Stylisch. Mal 15 mehr Schaden. Und Schwerterfähigkeit. Das Schloss ist zu kompliziert für mich. Nein. Komm, schauen wir mal. Haben wir genug? Nein. Nein. Schade. Schade. Nahkampf. Schwerter. Haben wir noch nicht. Kompliziertes Schloss. Dann nehmen wir die Jadesteine zumindest hier oben mit. Und den Pilz. Hui.
Papagei. Wo ist denn Bones? Da. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Boah, fucking Feuervögel. Das und den hier von oben auf und den von der Seite und aua und geh weg. Komm her, du Krabbelvieh. Zeig mir sein Blut. Und hör, du Huhn. Schlag zu! Mei doch! Ja, aber schön schnell die Dschungel spinnen. Oh, Kacke, das ist eine große böse Katze. Zeig mir sein Blut! Oh, ich hab schon wieder den komischen Eingeborenen hier gehauen. Und geh mal weg. Ich will den Jaguar das Fell abziehen. Gib mir das Jaguar-Fell. So, wer bist du jetzt? Wieso eierst du hier rum und lässt dich verhauen? Oha, gut, Joe. Ja, aho. Du siehst aus wie ein Jäger. Chi, Mia Tadashi, Tufa der Kieler. Was macht die Jagd? Was macht die Jagd? Sheshu, Tadashi jung, aber guter Jäger. Chaka Hirutu, immer stolz auf Mia Maluche. Aha. Aha. Wo finde ich deinen Häuptling? Chaka Hirutu ist im Dorf der Kila. Es ist nicht weit von hier und berührt das Wolkendach. Okay, danke. Okay, dann haben wir es ja bald geschafft ins Dorf. Uch, das war irgendwie ein bisschen weit weg vom Mikro. Ich habe gesagt, haben wir es ja bald geschafft ins Dorf. Du kannst mir bestimmt etwas beibringen. Chi, doch das werde ich nicht tun. Manu. Ich kann nur erfahrene Jäger lehren. Okay. Ich habe schon so einige gefährliche Viecher erledigt. Wenn Gucho will lernen von Tonka, er muss beweisen. Zwei Aufgaben habe ich für Gucho, der wollen lernen. Erlege zwei Bestien, die Unruhe in den Dschungel bringen. Wenn Gucho meistert diese Aufgabe, Tadashi wird lehren. Okay, was muss ich tun, damit du mir mehr über die Jagd beibringst? Bekämpfe deine Kabuki, deine Feinde, deine Angst. Du musst der Wildnis ins Auge blicken. Nur so kann Gucho beweisen würdig. Ein wütendes Warzenschwein und ein gefährlicher Alligator lauern im Osten. Sieh dich beim großen Wasserfall um. Das sind deine Kabuki. Doch Kapo, Gucho, sei vorsichtig. Beide schon tot. Ich hier warten. Der gefährliche Alligator ist besiegt. Ich habe gespürt, wie seine Kraft mit Gaia verschmolz. Sein Voodoo ist wieder an seinem Platz. Gut gemacht, Gucho. Ich guter Gucho. Das wütende Warzenschwein ist beseitigt. Sein Geist war verirrt. Es ist gut, dass er nun wieder in Frieden ist. Sehr gut. Ich habe deine Aufgaben gelöst. So wird Gucho zum Hoshi von Tadashi. Wenn du willst lernen, ich werde dich unterrichten in Kunst der Tufas. Nimm dies als Zeichen meiner Freundschaft. Oh, Felle. Lehre mich etwas über die Jagd. Zähne ziehen, Krallen ziehen, Hörner nehmen. Ich habe nicht genug ich Gold. Ich habe nicht genug Geld. Ich habe nicht genug Gold. Das ist so traurig, aber das kriegen wir noch hin. Wir sammeln ja gerade einiges an Zeug hier, zumindest an Fällen. Was anderes kriegen wir ja noch nicht von den Tieren. Die sind ja noch nicht fähig genug. Boah, Katze. Katas.
Okay, da haben wir bald. Da vorne müsste das Dorf sein. Dann schauen wir uns hier unten noch ein bisschen um, aber das werden wir erst in der nächsten Episode von Risen 3 tun. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Am morgigen Tag, falls ihr irgendwelche Vorschläge, Infos, Tipps, Tricks, sonstiges, Anmerkungen, Vorschläge habt, bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen und auch sehr gerne abonnieren oder ein Like da lassen. Das macht mich voll glücklich und macht Regenbogen in mein Herz und aus meinem Herz raus. Also bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss.